Was hat die Postbank eigentlich damals gemacht, dass jeder Haushalt in Deutschland diesen Ball hatte? Diesen Ball, ne? Ich habe den noch nie gekauft. Ich weiß nicht mal, ob es den zu kaufen gibt. Und ich weiß nicht, von wo der immer gespawnt ist, aber ich hatte 3 Stück von denen. Diese Bälle sind auch vom Himmel gefallen. Ich kenne keinen zu dieser Zeit, der nicht mindestens 3 Stück von denen hatte, ne? Jetzt Real Talk, ne? Spaß beiseite. Das war der beste Marketing-Move, den ich, glaube ich, jemals von einer Firma gesehen habe. Ich bin vor 12 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich kannte kein einziges Wort auf Deutsch. Nur Arschloch und ich hatte diesen Ball schon zweimal zu Hause. Ich hatte gar keinen Plan, was Postbank überhaupt sein soll, aber durch diesen Ball kannte ich schon die Postbank. Diese Bälle sind anscheinend wortwörtlich vom Laster gefallen, ne? Weil ich kann mir nicht erklären, von wo die kamen. Ich glaube, die sind wirklich auf Straße gefahren und haben die gegen Leute geworfen. Jetzt warmes Wetter, auf Kunstrasen gehen, keine Sorgen haben und schön Rundlauf spielen und danach Mini-WM, aber ohne Abstauber. Boah.